Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit jetzt willkommen zurück zu Splatoon 3, dem Story-Modus, wo wir mal so langsam aber sicher auf das Ende zusteuern. Ja, am letzten Mal haben wir hier den Sektor 5 gemacht, haben alle Missionen gemacht. Ich habe mich selber gebrochen, indem ich den Sektor fertig gemacht habe. An manchen Ecken war es halt wirklich schlimm. Vor allem hier das mit den Triesringer. Das habe ich ja sogar als Text nachher eingefügt. Und bevor wir ins letzte Gebiet gehen, will ich den Alterna-Log von diesem Gebiet mal lesen. Ein spitzer neue Intelligenz. Der Zusammenbruch Alternas ließ tausende von Tonnen Geröll ins Meerwasser regnen, das sich am Höhenboden befand. Und auch die Flüssigkristalle, die einst über ihm prangten. Umspült von den rohlosen Wassermassen, lösten sich die Kristalle allmählich auf und wurden zu mikroskopisch kleinen Teilchen. Doch so oft sie auch brachen und sich teilten, jedes einzelne von ihnen trug weiter die Wünsche und Sehnsüchte der Menschheit in sich und auch ihre Gefühle. Und nach, Tag um Tag, absorbierten die Tintenfische, Oktopusse und andere Meereslebewesen in Fluten von Alterna die Kristalle und alles, was in ihnen steckte. Viel Zeit verging, bis die Meeresbewohner schließlich etwas empfanden. Etwas Neues, etwas Ungeartes, etwas Spritziges. Und dieser Spritze neue Intelligenz erfüllte auch sie mit dem Verlangen, an die Erdoberfläche zurückzukehren. Ganz so, wie es einst auch die Menschheit gewollt hatte. Und dieses Verlangen, dezent unterstützt von der schrecklich toxischen Umgebung der Fluten Alternas, war es, dass die Meereswesen zu ungeahnten Evolutionsschritten beflügelte. Jede einzelne der vertretenen Arten entwickelte im Blitztempo Züge, wie sie gewöhnlich nur im Landbewohnern vorzufinden waren. Die Anpassung begann. Auch die Intelligenz jener Wesen steigerte sich in Riesenschritten, von Generation zu Generation. Und mehr noch, in gewissen Spezies gelang es, natürliche Tarnung zu entwickeln, die sie zuvor nie beherrscht hatten. Und so kam der große Tag. Die Meereslebewesen von Alterna betraten das Festland und keine Rückkehr war mehr möglich. Ganz wie einst die Menschen hatten sie nun nur noch einen Wunsch, die Erdoberfläche zu erreichen. Natürlich war das Leben auf dem Festland hart, trocken und grausam. Doch davon ließen sich die Meeresbewohner nicht einschüchtern. Bald schon hatten sie die Tunnel und Gänge gefunden, durch welche die Menschen einst in dem sicheren Tod entflohen waren. Es war ein Wink des Schicksals, und so folgten die just im Meer entschlüpften Wesen den Spuren ihrer Vorgänger, Richtung Oberfläche. Okay, ziemlich dark die Geschichte. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal aus dem Bild, damit wir das Gebiet jetzt nochmal ganz gut von oben sehen. Das Glückseligkeitslabor. Okay, da oben müssen wir hin. Und ich komme auch wieder ins Bett zurück. Dies ist das letzte Gebiet, Leute. So als kleine Vorwarnung, bevor wir so Richtung Bosspart kommen, gucke ich, dass ich vorher alle Missionen nochmal mit allen Waffen mache in diesem Gebiet. So, wo willst du lang? Genau darüber. Ich warte damit, bis ich hier erstmal alles frei gemacht habe. So, und hier ist doch irgendwo etwas. Komm. Das kannst du mir nicht erzählen. Da ist irgendwo was. Oder ihr seht hier nur der Ballon. Ich guck nochmal, wenn der Ballon weg ist. Ich denke mal, mit 45.000 sollte ich auch gerade so genügend Punkte haben. Und wieder eine neue Goldplatte. So, dann machen wir erstmal das Ding da weg. Der rennt direkt in den Tod. Und wir gehen ins erste Level.
klar wie die Getinte. Okay, Heldenausrüstung. Da sind auch noch zwei andere gute Waffen. Besiege die Gegner im Nebel. Ja, war klar, dass ich da nicht instant rankam. Das war logisch. Aber ich habe erwartet, dass hier oben was drauf ist. Siege die Gegner im Nebel. Man sieht hier aber auch wirklich schlecht. Da. Ich sehe Doktorlinge. Und sie haben Sprinkler. Wer ist denn hier? Was hüpft sie hier so aufgeregt rum? Okay, ich habe einen Tintenschock. Wo habe ich den her? Ich habe nie aufgepasst. Tschüss! Tschüss? Das ging instant. Ah, die Wege gehen auch nur auf, wenn alle tot sind. Okay, ich krieg hier eine Bazooka. Aber vorher. Hat doch prima funktioniert. Da oben wartet einer. Komm, ich weiß, dass du da oben bist. Die mit ihren Dopplern. Ich hab gehört, ich werf Klecksbomben so rüber. Wo gammeln die gerade? In der Richtung. Oder auch nicht. Nummer 2. Da ist Nummer 3. Und Nummer 4. Okay, das war's. Das war doch einfach. Okay, hier auf der Insel ist nichts, sagt mir das Spiel. Aber da hinten ist bestimmt was. Komme ich von hier aus da drauf gesprungen? Wahrscheinlich nicht. Oh, er hatte was entdeckt. Ja, komm, zeig mir. Okay, ein neues Level. Oh, nur mit Rollern. Okay, es gibt nur Roller zur Verfügung. Bin gespannt, mit welchem von den beiden es leichter wird. Beziehungsweise schwerer. Ach, das Ding geht wahrscheinlich darüber, ne? Oh, ein bisschen Lore. Das sieht nach Anweisung zur Mumifizierung von Inklingen aus. Vielleicht dachte man früher, dass in der Gestalt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden können. Aber das ist doch sicher kein echter Inkling. Das kann doch wohl nicht sein, oder doch? Wenn ja, wäre es creepy. Okay, darüber komme ich echt darüber. Ich will aber erstmal hier das Ding wegmachen.
Einfach nur, damit es schon mal weg ist. Da hoch wollte ich. Zum richtigen Moment rüberspringen. Hier ist nichts versteckt. Okay. Oh, nur mit Curling-Bomben. Wenn ich mir die Karte so angucke, ne, von dem Gebiet, da kann ich mir vorstellen, dass dieses Gebiet nicht ganz so viele Level hat. Okay, ich darf keine feindliche Tinte berühren. Okay, ich krieg sogar so eine Richtung vorgeschrieben. Ich darf nicht aufladen. Die fliegen sonst nicht weit genug. Weil man merkt es, ich kann nicht nachladen. War zu lange drin. Ich habe so ganz leicht mit dem Fuß gestriffen. Och, warum muss ich dann direkt von ganz Anfang an nochmal? Kann man mir doch nie antun. Okay. Schon verkackt. Den Sprung schaffe ich nicht. Müssen nochmal neu starten. Wir sehen uns hier gleich wieder. So, diesmal habe ich es ohne Sterben geschafft. Hier läuft ganz gut. Wir haben einen Checkpoint. Oh, jetzt wird Timing gebraucht. Glaubt ihr auch so, selber nicht, dass ich jetzt hier versuche, perfekt zu timen, wie ich darüber latsche. Oh, das wird ekelhaft. Ah, okay. Es geht so, wie ich es gerade versucht habe. Ich habe mich nur doof angestellt. Mal wieder. Ich glaube, so rum ist auch leichter. So. Ich sehe, wie ich es werfen will. Ich muss nur den richtigen Winkel treffen. Okay. Mein Hirn ist nicht komplett leer. Okay, jetzt wird meine Fläche einfach gelöscht. Und ich sehe nicht, dass da ein Zwischenpunkt ist. Aber es wäre trotzdem am sichersten, über die Mitte zu gehen, weil ich dafür nur die Tinte nicht berühren, ne? Auf den Dingern selber darf ich draufstehen. Nein, ich spare in der Tinte drin. Zum Glück ist hier auch ein Checkpoint, also alles gut, wenn ich jetzt hier sterbe. So, ich warte kurz. Auf den Dingern kann ich ja auch draufstehen. Oh, fast wäre es schief gegangen.
Wie ekelhaft ist das denn? Nee, da gehe ich einfach mit dich durch. Timing. Und alles ist gut. Ich find's nett, dass ich wenigstens so eine Millisekunde berühren darf. Stell dir vor, ich hätte hier daneben geworfen. Das Level hätten wir damit dann auch geschafft. Ist hier sonst irgendwo was? Nee. Kann ich ja wieder hier rüber jumpen. Wir machen das Level noch nicht. Ich will ein bisschen die Gegend hier erkunden jetzt. Und eventuell schon mal so ein paar Level die Sprungplattformen sichern, dass wir hier einfach hinhüpfen können. Hier soll man noch wieder Lore, ne? Nach ihrem großen Sprung von Inkopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool nun ihren neuesten Gig gefunden. Urkals für die aufstrebende neue Rockband Damsox Fits Tentacool, die sie online kennenlernten. Eine melancholisch melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Okay. Aber die ist auch ein bisschen hier was drin. Ey, komm, hier muss was sein. Ach, wahrscheinlich da oben. Oder der rote Ballon, der da lang fliegt. Mit ein bisschen Glück ist dieses Gebiet halt wirklich nicht besonders lang. Dann brauche ich nicht so lange später alles freizuschalten. Also alles nochmal zu machen mit den verschiedenen Waffen. Jetzt nicht vom Gedanken her, ja, Projekt bald vorbei. Nein, ich wünsche, es wäre ein bisschen länger gewesen. So, ich kann mir jetzt hier endlich das Upgrade holen, ne? So, der verbesserte Sensor. Und Anzugreparatur. Dafür brauche ich nochmal 5 Anchoviums. Die müssten hier aber in dem Gebiet eigentlich sein. Dann macht unser Salmi mehr Schaden. So, Tauschsprint gewinnt. Da ist was im Boden. Ich kann noch mal zeigen, dass ich aus den vorherigen Gebieten alles mitgenommen habe. Deswegen ich der Annahme gehe, dass hier die letzten Salmoniden-Dinger sein müssen, also die Anchoviums. So, da muss ich den draufwerfen. Da oben muss ich auch nochmal draufwerfen. Muss ich aber gucken, wie ich überhaupt hochkomme. Er hat seinen Spaß, der Kleine. Sehe ich es richtig, dass ich in die Gebäude auch rein kann? Okay, wir lassen dann jetzt hier das jetzt erstmal so ruhen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit dem heutigen Part. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!